Hallo, mein Name ist Stefan Fried von Banagenda. In einem anderen Video haben wir bereits gesehen, wie einfach und schnell man Charts mit Hilfe von Greenlight erzeugen kann. Heute gehen wir einen Schritt weiter, indem wir eine bestimmte Situation näher analysieren möchten. In diesem Beispiel möchte ich Traveler-bezogene Informationen, wie zum Beispiel die CPU Utilization, als auch die Memory Consumption eines Traveler Tasks darstellen lassen. Auf dem Target Kanan für den Schedule von den letzten 7 Tagen. Wie wir hier nun erkennen können, gab es am Ende vom 31. August einen nennenswerten Event, der die CPU Utilization sprunghaft anschnellen ließ. Des Weiteren erkennen wir, dass auch die Memory Consumption sprunghaft anstieg. Um das weiter analysieren zu können, müssen wir Annahmen treffen. Eine Annahme zum Beispiel könnte sein, dass eventuell die Anzahl der Devices, die mit dem Traveler-System connected sind, die Ursache für diesen sprunghaften Anstieg sein könnte. Oder aber auch die Anzahl der E-Mails, die eventuell über das Kanan-System, das sogenannte Traveler-System, geroutet worden sind. Sehen wir einfach nach. Ich ziehe ein zusätzliches Data-Item für die erste Annahme hinein, in der ich einfach nachschauen möchte, wie viele Devices zu diesem sogenannten Zeitpunkt online waren. Ich selektiere den Statistiken-Key und erzeuge den Chart. Devices online wird nun blau dargestellt. Wie wir erkennen können, ist die Anzahl der Devices, die connected waren, vor, während oder nach diesem Event gleich geblieben. Demnach kann die erste Annahme verworfen werden. Schauen wir nach, ob die zweite Annahme Gültigkeit besitzt. Anstelle von Devices online wähle ich einen Wert aus, der mir genau sagt, wie viel Anzahl der E-Mails vom Traveler-System zu all meinen End-User-Devices geroutet wurden. Wie wir sehen können, ist die Anzahl der gerouteten E-Mails genau die Ursache für diese Peak-Events gewesen. Um nun zu sehen, wie viele E-Mails tatsächlich geroutet worden sind, können wir diese Darstellung, die hier einfach eine Ascending-Darstellung, eine Inkremente-Darstellung darstellt, anders darstellen lassen. Dazu bedarf es einfach, dass man einen Flag, den sogenannten Ascending-Value-Filter, einfach aktiviert. Nun bekomme ich sofort die Darstellung der Anzahl der E-Mails im Vergleich zu der CPU-Utilization und kann erkennen, dass zum Beispiel bei diesem Event 3600 E-Mails geroutet werden mussten. Nachdem alle E-Mails geroutet worden sind, nach 1 Uhr, kam auch die CPU-Utilization wieder auf den Average-Wert zurück. Wie Sie erkennen konnten, ist die Analyse mit Hilfe von Greenlight für bestimmte Use Cases sehr hilfreich und sehr einfach zu realisieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.